Herzlich willkommen in der Kunsthalle Altdorf, der ehemaligen Synagoge, anlässlich der Ausstellung 16 und 16, 32 Werke von 32 verschiedenen Künstlern, die hier halb aus Frankreich, halb aus Deutschland vereint sind, anlässlich einer großen Aktion. Und dass hier die Kunsthalle Altdorf eine ehemalige Synagoge ist, passt sehr gut zu dem Hintergrund dieser Ausstellung. Hier sehen wir die erste Serie der Bilder, nicht weniger als 32 Gemälde von 32 verschiedenen Künstlerpersönlichkeiten aus Frankreich, Iran und Deutschland. Und hier sehen wir Elham Etemadi, Anne Loubert, Wolfgang Ebert, Rainer Braxmeier, Didier Gut. Jedes Bild ist eine Welt für sich und alle diese Künstler haben es geschafft, zusammenzuarbeiten, immer zwei, und große Plakatwände zu malen. Und so hat diese Ausstellung einen einzigen Sinn, nämlich die Persönlichkeiten der Künstler darzustellen. Es ist nicht eine Konzeption, die sich auf ein Thema, ein bestimmtes Thema beruft, sondern es ist eine Darstellung verschiedenster Temperamente und Persönlichkeiten aus all diesen Ländern. So wie hier Marie Pascal Engelmann, Gabi Streile, Christian Bricker. Hier habe ich beim Hängen abstrakte Künstler zusammengetan, die sich auch in der Farbigkeit ähnlich sind. Und es ist sehr, sehr schwer, so dicht zu hängen. Und das ist immer ein Problem, denn der Betrachter sieht nicht nur das eine Bild, sondern immer auch links und rechts. Und hier in der etwas abstrakteren Angelegenheit sieht man sehr deutlich, wie ähnlich sich die Charaktere sind, wenn man es zusammenbringt auf ein Format wie 80 mal 100. Und trotz dieser Ähnlichkeit ist doch jedes Bild eine Welt für sich. Mit Johannes Mundinger, Max Wetter, Sabine Brandt-Scheffel, Germain Roes und Walter Jung. Für mich selber ist es auch eine spannende Angelegenheit, wie sich manchmal die Paare auch mit ihren einzelnen Bildern ergänzen und wie der Zusammenklang entsteht, so wie hier bei Jacques Thumann und Jost Schneider, die zusammengearbeitet haben, wo man aber meiner Meinung nach eine Übereinstimmung hat in Farbigkeit und Emotion, wie ich finde. Zusammen mit Jean-Baptiste de France ergibt es eine schlüssige Reihenfolge, wie ich finde. Hier sehen wir drei Arbeiten: Mina El Balkali, Luis Danichet und Isolde Wavrin. Auch hier drei ganz verschiedene Zugänge zu der Malerei, die ich so, wie ich sie empfinde, gehängt habe. Wobei
es hier in den Farbigkeiten trotz der strukturellen Unterschiede Übereinstimmungen gibt, Schwingungen, die sich ähneln. Hier ist die Arbeit von Bernard Latunet. Sie ist unterschiedlich zu den anderen, sie ist einfach ein Querformat. Und ich habe die besonders gern. Sie stammt von dem Ältesten der Künstler, geboren 1942. Und sie heißt Fin de la Préhistoire. Hier sind fast nur Frauen vertreten bei dieser Serie. Es beginnt mit Eva Schäuble und es ist ein besonderes Bild, weil sie hat eine Schwäche für Toreros, aber es ist diesmal eine Frau, eine Torera, die gleichzeitig raucht und gleichzeitig in die Ferne blickt. Es ist eine kleine Geschichte, die hier erzählt wird. Und hier sind wir in einem abstrakten Bereich bei Marie-Jo Dalloz, wo es um Vegetation geht. Bei Veronika Olmer ist eine Schwärze und Dunkelheit, die auch auf dem großen Plakat thematisiert wird. Und hier der einzige Mann in dieser Runde, Mike Überall, mit seiner abstrakten Formfindung. Und zu guter Letzt Sylvie Vuillaume, die witzig und unergründlich wie immer hier sich präsentiert. Hier sehen wir eine Arbeit von Jürgen Zimmermann. Er ist der einzige Bildhauer in dieser Gruppe, hat aber trotzdem eine wunderbare malerische Arbeit, die sehr materialbezogen mit, ich glaube, es ist Wachs und Gold, auf diese Weise dargestellt hat. Hier sehen wir ein Werk von dem Künstler Luc de Missy, der zugleich der Kurator und Organisator der großen Plakatausstellung mit dem Titel Fraternité, Brüderlichkeit ist. Und daneben Vincent Krüger, ich glaube, er ist der jüngste von den Malern. Und man sieht, welch für eine Vielfalt zusammenkommt. Hier sieht man bei dem Bild von Harald Gruber, wie vielfältig die Künstler und unterschiedlich sie arbeiten mit diese an keltische Strukturen gemahnende Initial T, dass er auf diese Weise durch die Farbe Pink zu einem ganz überraschenden Zusammenklang gemalt hat. Hier ist eine Arbeit von Haleh Zahedi aus Teheran. Und ich glaube, da muss man gar nichts dazu sagen. Sie ist besonders witzig auch, weil sie auf ein Betttuch gemalt ist und mit ganz wenig Mitteln sehr ausdrucksstarke Figur hervorgebracht hat. Werner Schmidt in seiner typischen Malweise. Es ist das größte und schwerste Bild. Alleine konnte ich es gar nicht hängen. Und es hat auch einen besonderen Platz hier mit Tageslicht. Pascal Poirot. Und sicherlich kann man sehr viel über diese Art Malerei sagen. Das kann ich nicht. Aber ich finde, wie alle Bilder, es ein sehr wunderbares, aufregendes Gemälde.